Servus und herzlich willkommen auf der No Man's Land. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir jetzt da immer das Tuch gebaut oder die Bäume weggeschnitten. Und jetzt kommen die ganzen Stücke weg. Schaut alles gut aus. Ja. Ah, passt super. So, als nächstes warte ich so einmal, dass der Fend fertig wird. Mit dem Anbauen. Ich habe auch schon die ganzen. Das zeige ich euch. Ich habe auch die Straßen schön gemacht und asphaltiert. Und ja, das hat so ziemlich viel gekostet. Ziemlich viel ist relativ. Und Unkraut kommt. Das mache ich dann auch. Währenddessen muss ich auch noch Unkraut bekämpfen, mache ich dann. Auch noch so. Das stellen wir wieder da rein. So, wie gesagt, der muss jetzt einmal fertig werden. Weil mit dem bringe ich das Ganze nicht weg. Aber ich kann schon herrichten, nämlich für ich glaube, das andere ist schwerer. Ja, es ist immer noch Platzmangel. Aber es ist schon leichter geworden, muss ich ehrlich zugeben. Also links ist 900 Kilo und hier ist 1500. Ah, das 1500 brauche ich dann für den Fend. So, erst einmal herrichten für das Ganze herbezieht. Sollte, glaube ich, sogar alles voll sein. Und dadurch, dass so alles noch nicht gewachsen ist, kann ich ohne Pflegebereifung drauf herumfahren. Ja, da muss ich runter, sonst komme ich nicht raus. So. So, mal herstellen. Ja, der arbeitet fleißig. Moment mal. Garage. Okay, der gerade repariert. Nicht genügend Geld. Okay. Da muss er so weiterfahren. Hilft nichts. So. Gut, was habe ich eigentlich noch hier drinnen? Ja, okay, passt. Da habe ich noch. Nichts. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich das Ganze da verkauft habe, geht. Wenn ich das was verkauft habe, ich schätze mal, das kommen wieder so 17.000 Euro ungefähr raus. Dann kann ich mir wieder so ein bisschen was leisten. Ja, die Ausgaben waren halt auch wieder dementsprechend hoch. Gut. Ja, man sieht, ist schon was weitergegangen. So, dann ein bisschen was kann ich ja noch tun, beziehungsweise euch zeigen. Und
rennen. Ja, ich. Das ist ein Schotter. Ja. Der kommt hier dann weg. Bis hierher. Das ist die Einfahrt. Und wahrscheinlich werde ich die Einfahrt auch dann asphaltieren. Und hier weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ist hier Asphalt, ja. Aber hier kommt auch noch ein bisschen was. Das heißt, theoretisch könnte ich hier auch noch was herproduzieren. Aber das liegt alles noch in weiter Ferne. Und ja, bald habe ich genug zum Abholzen. So, ja. Diese Wald bleibt momentan noch. Das Ganze hier wird auch noch gemacht. Und natürlich, das ist das gleiche wie vorher. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, nehme ich einen Hänger. Wo hängen? Kann ich jetzt schauen? Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Okay. Wie lange ist dieser Hänger? Meter 6 oder 4,60 Meter. Der ist. Ja, ich nehme den Drescher mal, der ist ein bisschen länger. Passt. Für die kleinen Bäumchen hier. Also, es ist schon so ein bisschen was geschehen. Aha, sehr schön. Aha, ein bisschen braucht er noch. Ja, Kredit wird kein aufgenommen, habe ich schon gesagt. Und ich muss ehrlich sein. Das schaut alles gut aus. Da vorne, das ist eigentlich auch noch eine Hauptstraße, sagen wir so. Und die wird dann auch noch asphaltiert. Ja, jetzt heißt es warten. Bis der fertig ist. Aber bis dahin könnte ich. Okay. Fangen wir zum Spritzen an, schon da oben. Und. Ja, Pflanzenschutzmittel. Ich brauchte noch länger für Pflanzenschutzmittel. Und ja. Das schaut aber schon gut aus, wenn ich das hier baue. Gefällt mir alles. So. Hat er da was vergessen? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall. Kann ich den hier einstellen? Gut. Die letzte Bahn. Oh Gott, sonst fährt ich nicht drüber. Huhu. Das Problem hatte ich ja da vorne. Er ist ja drüber gefahren und ja. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass er da drüber gefahren ist. Und dass er in Zukunft das nicht mehr macht. Passt, die letzte Bahn. Das heißt, ich fülle das Ganze wieder auf. Was hat sich von den Preisen her geändert? Ich schätze normalerweise nichts. Silage bleibt gleich. Hackschnitzler, ja, ist im Steigen. Ja, Salz bleibt gleich. Gut. Passt. Dann ist er fertig.
Ah, ja, das wird natürlich auch alles gewaschen jetzt. Dann bringe ich das ganze Holz weg, dann habe ich wieder ein bisschen was. Ja, perfekt. Und irgendwie sollte ich hier auch so einen kleinen Feldweg zu diesem Feld hier rüber machen. Oh! Apropos. Ein kleines Eckhammer da noch. Das mache ich jetzt mit der Hand. Da stelle ich jetzt nicht den Helfer ein, weil ich schätze mal, wenn ich den Helfer dann wieder in ein paar Minuten ist es wieder soweit, wird das Ganze abgezogen. Naja. Hier ein kleiner Weg hier rüber ist von Vorteil. Naja. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil es gibt im Prinzip viele Dinge, die man tun kann. Beziehungsweise viele verschiedene Dinge, die hier sozusagen zu tun sind. So, aufladen, vollmachen. Also, da bekomme ich nichts so rein. Ja, mir fehlt da noch was. Wahrscheinlich kommt dann noch diese ein, zwei Bäume kommen dann wahrscheinlich noch weg. Moment. Ich habe ja was gesagt, was ich noch tue. Tun sollte, berühren kann ich unter nicht, aber waschen. So, wie schaut es hier aus? Ah, der ist fertig. Passt super. Dann, nicht. Ja, der ist fertig, passt. Ja, bitte ist so nebenbei auch schon gewaschen. Und ja, ein paar Unterstände brauche ich noch für alles. Aber der Hof ist ja noch nicht fertig. Schön Waschi-Waschi machen. Ja, gerade alles repariert. Ja, wenn ich bloß herkommen würde. Ja, so. Gut. Geht sich also passt. Abgehängt. Das auch gleich. Gut. Das heißt, ich brauche mal ein bisschen Gewicht vorne. Und dann fahre ich mal gleich Holz verkaufen. Und wie gesagt, hier kommt auch noch eine Einfahrt.
Ja, der ist ein bisschen stärker, größer und schwerer. Ich habe das Problem gehabt, dass er mit dem Steuer, wie soll ich sagen, ja, die hinteren Reifen beim Steuer sind durchgedreht, ja, weil der Rückwand nach hinten gehangen ist. Ja, das ist ein Manko an diesem Traktor, weil die Anhängerkupplung so hoch ist. Aber ich muss sagen, gefällt mir. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, aber sie sind vertretbar. So. Auf zum Verkaufen. Da. Nicht umfallen. Gut, das mache ich noch mit euch. Jetzt sind wir bei 16 Minuten. Ja, das mache ich noch für das Verkaufen. Und dann kommt noch kurz alles, was noch. Oder besprechen wir noch kurz, was ich alles mache. Bis zum nächsten Mal. Oh, 26.000. Mehr als vermutet. So, also natürlich werde ich das ganze Unkraut bekämpfen. Mal schauen, wie weit ich komme. Und ja, Unkraut bekämpfen. Und ich kann auch einmal das 25er Gebiet anfangen zum Abmähen. Dann haben wir wieder Pressen und natürlich, wie soll ich sagen, Pressen und Wickeln. Ja, und bis dahin, ja, einmal schauen, wie wir es waren. Ehrlich gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Jetzt sind wir gleich bei 18 Minuten und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und auch meine anderen Projekte mehr sehen wollt davon, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Und ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao.